Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rise of the Tomb Raider. Wir sind jetzt gerade in der Wetterstation und wollen in den Gefängnissen nach Jonah suchen. Dieser wurde leider entführt. Und natürlich werden wir unseren Freund retten. Versuchen zumindest. Sie sind ihr gegenüber wirklich loyal. Ich bewundere sie. Wirklich. Aber auch meine Geduld hat ein Ende. Sagen Sie mir, was Sie wissen. Jetzt! Bitte nicht! Hör nicht auf ihn! Ich habe nur getan, was ich für richtig hielt. Schieß. Ja! Räumt die Zellenblöcke. Tötet sie alle. Warum hast du nicht geschossen? Es tut mir leid. Ich hätte ihn töten sollen. Ja. Aber er war unbewaffnet. Ich konnte es nicht. Das musst du auch nicht. Es tut mir so leid, dass ich dich hier reingezogen habe. Ich dachte, ich könnte mithalten. Sie kommen. Wir sind umstellt. Diesmal passe ich auf dich auf. Er stirbt. Wir haben nicht viel Zeit. Verriegelt die Tür. Beschützen, werden Sie die Trinity angreifen. Alle Einheiten kommen. Wir müssen uns um sie kümmern. Wir sind fast in Position. Tom, aber noch mal ganz kurz gemütlich. Ich weiß, dass du jetzt gern Archäologie-Zeitschriften liest, aber ich bitte dich, wenn du darin etwas eher Unerfreuliches über mich siehst, es zu ignorieren. Es gibt Leute, die meine Arbeit hier einfach nicht verstehen. Vielleicht macht sie ihnen sogar Angst. Aber Angst und Dummheit kümmern mich nicht. Und so solltest du es auch halten. Ich werde dir bald alles erklären, mein Mädchen. Die Leute, die Angst hatten, war das Trinity? Du hast es mir nie erzählt. Vermutlich spielt es auch keine Rolle. Sie haben den Weg zu mir gefunden. Jetzt muss ich mich mit ihnen auseinandersetzen. Ja, das werden wir. Das müssen wir und das werden wir. So. Aber das Ziel nicht im Blick. Erwarte Befehle. Position halten und bereit machen. Sie ist gefährlich. Verstanden. Ich bin sowas von gefährlich. So. Okay. Zentrale, wir sind in Position und haben Sichtkontakt zum Ziel. Verdammt, das gibt bestimmt Ärger. Sie ist hier! Feuer frei! Schalten wir sie aus! So, komm her! So. Na, wer will, ne? Oh, es ist hell. Ich kenne niemand mehr was. Scheiße. Ah, danke, wunderbar. Sehe ich wenigstens was. Okay. Ich
glaube ich, muss ich für einen. Luft an. Liebes. Signatur bestätigt. Klar zum Angriff. Roger, alle angreifen. Entdeckung! Vorgehen. Komm, F. Haha, voll ins Wasser gezogen. Cool. Abwarten. Lass sie zu dir kommen. Lass sie zu mir kommen. So ungefähr. Ich kann auch mein Wasser hüpfen. Da noch mal irgendwie hoch auftauchen? Ich glaube. Oh! Wie sehen die mich denn jetzt so schnell? Komm jetzt. Ich schwimme mal dahinter. Yo, let's go, take the flow. Donna. Oh Gott, nein. Jonah. Jonah. Lara. Ich bin hier. Lara. Hör mir zu. Nein, nicht bewegen. Wenn ich das hier nicht überlebe. Sag sowas nicht. Nein, hör nur zu. Gib dir nicht selbst die Schuld dafür. Wir alle treffen eigene Entscheidungen. Sein Ende ist nah. Nein, er darf nicht sterben. Wir können ihm helfen. Wie? Er muss sofort ins Observatorium, zu Jacob. Für mich war es jetzt schon so, dass er eigentlich schon gestorben ist, wenn er das Äuglein so geschlossen hat. Nur Jacob kann Jonah jetzt retten. Wir müssen ihn zurück ins Observatorium bringen. Schnelle Reise. Ich hoffe, wir können ihn noch retten. Und Jacob kann ihn retten. Jacob, er stirbt. Ich kümmere mich um ihn. Ich
Herr behütet dich. Er ist der Schatten über deiner rechten Hand, dass dich tags die Sonne nicht steche, noch der Mond nachts. Der Herr behüte deine Seele vor allem Übel. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang, von nun an bis in Ewigkeit. Drückt auf die Wunde. Macht ihn bereit. Jacob, Sie sind angeschossen. Sie sind es. Nicht wahr? Der unsterbliche Prophet. Ich spüre Schmerzen. Ich kann verletzt werden. Ich bin ein Mensch, dem kein Tod vergönnt ist. Und die göttliche Quelle? Ich entdeckte sie vor langer Zeit. Sie ist real und unglaublich mächtig. Aber sie ist nicht göttlich. Sie haben sie angelogen. Über Generationen. Ich bin nicht stolz darauf. Aber ich tat es zu ihrem Schutz. Einst nutzte ich die Quelle, um meine Armeen unsterblich zu machen. Aber das war ein furchtbarer Fehler. Sie meinen die Krieger im Archiv? Als Feinde Kitesh angriffen, begruben die Unsterblichen die Stadt unter dem Eis der Berge. Tausende starben. Sie begingen eine Gräueltat, um die Macht zu behalten. Trinity wird das auch tun. Aber mit weit schlimmeren Folgen. Das sind nicht Sie. Der Mann, den ich jetzt kenne, würde seinem Volk nie schaden. Verstehen Sie nicht? All das ist mein Werk. Und es muss endlich ein Ende haben. Vater! Sie kommen näher. Sie bahnen sich mit Gewalt einen Weg ins Eis. Dann haben wir schon verloren. Nein. Irgendwie muss man sie aufhalten. Jacob, auf der Karte war ein Geheimgang in die Stadt verzeichnet. Der Weg der Unsterblichen. Das ist zu gefährlich. Uns läuft die Zeit davon. Sie wissen, dass ich jetzt nicht aufgebe. Wenn wir Trinity verlangsamen, haben wir vielleicht eine Chance. Ich greife sie mit unseren Truppen auf dem Eis an. Dann sofort. Öffne den Weg. Ha! So was. Lag wohl die ganze Runde und gehen Sie durch den Eingang unter dem Observatorium. Ich werde mich um Ihren Freund kümmern. Vielen Dank. Vielen Dank. Schauen wir aber noch ganz kurz mal ins Lager. Aber ich glaube. Ha, Upgrade. Einen Teil müssen wir da noch finden. Popcorn. Schnellfeuermodifikation. Erhöht die Wechselgeschwindigkeit der Patronen und die Kammer für eine höhere Schussfrequenz. Das war's und läuft. Wunderherrlich, wunderherrlich. Okay, dann gehen wir jetzt rein. Spannend, spannend. Okay, hier können wir eine Mauer zerschlagen. Sonst ist da nichts. Ich habe irgendwie ein ganz schlechtes Gefühl da drin. Ba, 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 ba.
Okay, hier kann man was mitnehmen. Oh nee, wir sind voll. Dann müssen wir von drüben wahrscheinlich. Wie viel braucht man da? Nehmen wir mal 3, oder? Schauen wir mal, ob das reicht. Normalerweise müsste das. Oh! Hoppala! Hoppala! Müsste das ganz gut klappen, wenn ich nicht zu weit springen würde. Vielleicht weiter oben. So. Gehen wir mal. Wahrscheinlich zu tief. 2, 3, 4, 5. Wunderherrlich. Ich mache jetzt einfach mal so ein paar hin. Hoho. Oh, da komme ich nicht hoch. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Das war ja auch vorhersehbar. Okay, da bräuchte ich eigentlich noch einen weiter oben da. Können wir mal 2 hinmachen. Können wir hier einen hinmachen. Und da einen, weil ich möchte da schon hoch. Da hoch gucken. Muss jetzt nur sagen. So. Weil dann müssen wir ja dann eh wieder runter. So. Oh Gott, schaffe ich das? Oh. Gut, gut. Hoppala. Neues Basislager entdeckt. Ich muss jetzt erstmal kurz durchatmen. Dieser Ort, Kitesh, Jacob, die Unsterblichen. Ich bin so lange so schnell gerannt, dass ich noch gar nicht verarbeitet habe, dass das hier alles real ist. Ein Teil von mir glaubt es nicht. Aber ich weiß, dass Jacob die Wahrheit sagt. Was immer ihn erschuf, ist hier. Und ich werde es vor Trinity finden. Ich wünschte nur, Dad könnte diese Entdeckung miterleben. Das tut er. Das tut er. Der schaut von oben zu. So. Hier mache ich mal einen kurzen Break wieder. Auch wenn es jetzt spannend wird natürlich. Aber ich glaube, es ist halt wieder die perfekte Phase, perfekte Zeitpunkt, um einen Cut reinzuhauen. Und freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid in der nächsten Folge. Und schauen mal, wer da so ein paar Unsterbliche sehen. Bis dann. Ciao.